Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja, ich habe Lugia offscreen gefangen nach ein paar Bällen. Was ist noch ein paar Bällen? Nach 40, 50 Bällen ist es dann drinnen geblieben. Ja, schauen wir mal, was die Kimo Girls zu sagen haben. Wir danken euch für alles. Wenn ihr Professor Lind begegnet, richtet ihm bitte unsere Grüße aus. Sagen die alle das Gleiche, oder was? Ihr habt Lugia nicht nur hierher gerufen, sondern ihr konntet es auch wie durch ein Wunder einfangen. Das war wahrlich eine große Heldentat. Es gibt nichts mehr, was wir euch erzählen könnten. Wir wünschen euch für den Rest eurer Reise alles Gute. Dankeschön. So, jetzt können wir, glaube ich, Richtung Pokémon-Liga gehen. Hoffe ich, weiß ich nicht. Bam, 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 bam. Hier, Fluchtseil, Abfahrt. Jawohl. Ich hoffe, jetzt können wir auch Richtung Richtung Kanto surfen. Dim, dim, dim. Ja, Claren ist weg. So. Dann wollen wir mal. Jetzt müssten wir in Kanto sein, oder? Der Duke müsste uns eigentlich ansprechen. Ja! Hey! Soll ich dir was sagen? Du hast eben den ersten Schritt in Richtung Kanto getan. Wirf mal einen Blick auf deine Karte. Oh ja, was mache ich? Achso, ich bin ja auch blöd. Pokécom. Also hier haben wir halt das Indigo-Plateau, aber soll das schon Kanto sein? Gibt es doch keine 16 Orden? Keine Ahnung. Haben sie es komplett weggenommen? Das glaube ich nicht. Das will ich nicht glauben. Toyo-Fälle. Hier die Grenze zwischen Kanto und Johto. Vielleicht sehen wir ja noch ein bisschen mehr, wenn wir weiter nach rechts gehen. Ich weiß es nicht. So, vor allem Sklave. Kaskade, bitte. Dun, 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 dun. Haben Sie nicht ein Bisaflor? Huch, hier kommen nur selten Menschen vorbei. Bist du auch hier auf Lehr- und Wanderei? Ja, kann man so sagen. Wir haben gleich erstmal was zu essen. Oh, ich bin voll Hunger. Hallo, Bisasam. Body Slam. Wäre schon heftig, wenn sie das komplett weggenommen hätten. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich hoffe nicht. So, Bisaflor sollte eigentlich tanken. Ja, so ist es. Blend es mit Zauberblatt. Thank you.
So, wer ist das hier? Hoho, wohin bist du mit deinen Pokémon denn unterwegs? Ist deine Verbindung zu ihnen stark genug, dass du dir zutraust, in der Pokémon-Liga zu siegen? Lass mich mal sehen. Oh, deine Pokémon vertrauen dir wirklich. Ich freue mich immer, wenn ich einen guten Trainer begegne. Hier, das ist ein kleines Abschiedsgeschenk. Die haben 37? Weiß ich gerade nicht. Sandsturm, mach. Versteckt, glaube ich, auch sogar Bodenattacken, kann das sein? So, weiter geht's. Nehmen wir den ersten Dude wieder. Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Normalerweise, wenn man in der normalen Gold-Silber-Version oder auch Kristall schon in Kanto gekommen ist, hat man komplett die ganze Karte gesehen. Und ich sehe sie halt nicht. Ich sehe halt nur das Indigo-Plateau und den Silberberg. Fauna-Statue. Ein Overall. Bitte keine Hypnose, bitte keine Hypnose. Bitte keine Verwirrung, bitte keine Verwirrung. Und Morlord. Vierfach Schwäche gegen Pflanzenattacken. Ist natürlich klar, wenn ich, wenn wir vor der Pokémon-Liga sind, werde ich die Pokémon dementsprechend angleichen bzw. antrainieren. Hier haben wir den nächsten Dude. Scheint ein Ass-Trainer zu sein, oder? Du bist gut, oder? Oh, mittelmäßig. Wo geht's hier lang? Das ist aber neu. Lass mich raten, woran du jetzt denkst. Ich weiß, du denkst darüber nach, zur Pokémon-Liga zu gehen. Ich denke nicht nur darüber nach, ich werde es tun. In der 10. Gen, wenn es denn mal irgendwann kommt, ist bestimmt. So, wenn sie in der 10. Gen so ein Special machen, so von allen Editionen. Das wäre heftig. Dann ist es Wahrscheinlichkeit. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es über das Level 100 hinausgeht, aber das wäre mal was. Ist zwar gewagt, aber. Da hättest du so viel zu Let's Playen, also. Wärst du locker bei, sagen wir mal, pro Edition Minimum oder pro Gen Minimum 50 Parts? Das wären dann
400 Parts waren das. Alter. Krank. Du bist von Neuburg hierher gelaufen. Geht's dir nicht? Geht dir langsam nicht mal die Luft aus? Nein. Das Einzige, was mir ausgeht, ist, oder nicht ausgeht, ist der Hunger. Ich will was essen. Ah. Nidorina. Vielleicht will oder bekommt mir ganz... Ach, nein, 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 nein. Datenschutz und so. Nein, danke. So. Beutel. Irgendwo hatte ich auch einen Hypertrank. Ja, ja. Obwohl, hauen wir mal die Supertränke weg. Sind die auch mal weg. Oh, unsere Pokémon sind ja alle heil. Oh, cool. Er muss ja auch. So, Route 26. Ein Angler. Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich den Liga-Champ besiegen könnte. Theoretisch hat er dann alle 8 Orden. Mit dem Baldorfisch. Ja. Da 3 Baldorfisch, das wäre ein bisschen arm von den Entwicklern. Ah, mein Goldking. Topschutz, 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 beziehungsweise Superschutz. Drei haben wir noch. Wow, sieh dir all die Orden an. Ich bin beeindruckt. Aber mit denen alleine scheinst du nicht, noch nicht zufrieden zu geben, was? Ach, mein Deutsch mal wieder. Ja, vorne Statue.
irgendwo hier gibt es auch eine Möglichkeit. Genau hier, heilt doch unser Pokémon, oder? Du suchst doch gerade bestimmt einen Ort, an dem du eine Rast machen kannst, oder? Liege ich richtig? Nein, das geht schon in Ordnung. Ich freue mich immer über strahlende Gesichter der Leute, die hier auf dem Weg zur Pokémon-Liga vorbeikommen. So, und jetzt gönn dir mal eine Pause. Dankeschön. Bist du eventuell verwandt mit Schwester Joy, zweiten Grades? Nee, ne? Da du es bis hierher geschafft hast, musst du gut sein. Also werde ich auch in diesem Kampf alles geben. Ein Pikachu. Ich hoffe, dass es die Donnerwelle als TM gibt. Müssen wir mal schauen. Also später für die Legendaries. Nein, dann gebe ich auch Body Slam. Ich wollte auch vorne starten. Amen, geparkt. Aber Turtok muss dann vorsichtig sein. Es beherrscht auch Eisattacken. Nur wenn du harte Kämpfe bestreitest, zeigt sich deine wahre Stärke. Was hat der Ass-Trainer denn? Ein Sacht Senior! Guck mal, Krabi, deine Weiterentwicklung. Ach komm. Schutzschildscanner mag ich überhaupt nicht. Müsste Megane nicht eigentlich mal Stampfer erlernen? Also normalerweise im 30er, 40er Bereich. Eigentlich im 30er, aber wir haben es komischerweise nicht erlernt. Alle wollen immer die Telefonnummer. Nein. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Okay, bei ihm ist es also zu 100%, dass er alle 8 Orden hat, alles klar. Ein Parasect. Nein! Thank you.
Oh, beende es mit Body Slam. Ich hoffe, wir schaffen es heute noch in die Pokémon-Liga. Weil ein weiterer Part wird sich eigentlich nicht lohnen. Also nach dem Part muss ich offscreen trainieren. Ein Aquana. Es sei denn, sie haben die Siegestraße richtig ausgebaut. Aber schauen wir mal. Ich habe gegen einen rothaarigen Trainer verloren. Er war irre stark, aber ich hatte den Eindruck, als wolle er um jeden Preis gewinnen. Seine Pokémon tun mir leid. Ja, ja. Oh, hallo Galoppa. Bleiben. Formerstatue. Ich weiß nicht, wer auf diesen Namen gekommen ist. Fauna-Statue, aber. Ist, glaube ich, sowas wie Synthese, bloß ein bisschen besser. Ah doch, komm, Hommem. Obwohl, nee, Blitz bleibt erstmal. Die brauchen wir nachher für die Legendaries. Ich sage leider keine VM. Nein, danke. Hier dürfen nur Trainer, die sich als würdig erwiesen haben, passieren. Oh, das sind ja alle 8 Orden von Johto. Hier bitte, du darfst durch. Darf ich auch durch? Was? Einen Augenblick. Dieser Weg führt zum Silberback. Hier werden dir beängstigend starke Pokémon begegnen. Du solltest umkehren, solange du noch kannst. Ein Augenblick. Hier entlang geht es nach Kanto, aber diesen Weg kannst du im Augenblick nicht nehmen. Bauarbeiten wahrscheinlich, na natürlich. Dann, Siegelstraße. Ewiges Goldbad. Hier gibt es aber noch eine sehr, sehr schöne TM. Nämlich Erdbeben sollte es hier eigentlich geben. Ernsthaft? Ein Trank in der Siegest... Alles klar. Verdammt. Warte mal. Heiler, okay. Dun.
Jetzt Erdbeben? Nee, Top-Beleber. Können wir aber gut gebrauchen. Genesung, okay. Was hat man das jetzt gebracht? Ich habe keine. Obwohl, wartet mal, da geht's doch lang, ne? Ja. Aber es ist jetzt noch kein Erdbeben. So, jetzt kommt unser letzter Schutz. Zack. Mich erstmal wieder orientieren. Super. Wir waren eigentlich schon beim Ausgang, aber irgendwie. Warte mal, das müsste Erdbeben sein. Hallo Onyx. Voll wie so ein Shiny aus. Wie weiß es ist, ne? Nein, Sonderbonbon. Ah. Ja, super. Jawohl. Nicht so schnell. Erzähl mir nicht, du willst dich an der Pokémon-Liga versuchen. Wieso würdest du sonst auf den Ausgang der Siegestraße zu halten? Ist dir auch etwas aufgefallen? Bis jetzt hat sich hier nicht ein einziger Trainer blicken lassen. Hm. Ich sag dir ja, hier greift links und rechts den Schlendrian um sich. Und dich freut das womöglich auch noch. Immerhin hättest du es sonst wohl kaum bis hierher geschafft. Aber auch damit ist es jetzt vorbei. Denn ich werde dich jetzt wie eine faule Tomate zerquetschen. Klar, dann hau mal rein, Silver. 6 Pokémon. Geht auch ein bisschen länger. Body Slam. Räuber, du hast noch kein X-Bad? Da kommt sein Tornupto, sein Signature, Minimum Level 40. Ich würde 41 tippen. Nee, Level 40, okay. Sprite sieht ganz nice aus. Fauna-Statue. Nein, es ging daneben. Verdammt.
Ja, ist klar. Jetzt hätte ich mal ja Notdunge aktivieren können. Na komm, Pinsel, du kriegst eine Chance. Alpollo, du hast noch keinen Gengar. So, damit ist unser Meganie wieder fit. Ich kann gar nichts gegen Alpollo ausrichten, oder? Kampf hat nämlich keine Wirkung auf Geist. Zumindest wüsste ich nichts von. Obwohl ich mich nicht wundern würde, wenn es doch irgendwie Wirkung hätte. Oh, Kadabra. Und ein Magneton müsste er noch haben. Body Slam. Na gut, du scheinst es nicht nur durch Glück so weit gebracht zu haben. Beende es mit Fauna-Statue. Ich konnte dich nicht besiegen, nicht einmal mit allem, was ich hatte. Diese Eigenschaft, die mir fehlt und die du angeblich besitzt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was der Drachenprofi damit meinte. Schön, dass du es endlich einsiehst. Meinen Traum, der weltbeste Trainer zu werden, habe ich nicht aufgegeben. Wart's nur ab, ich finde schon noch heraus, warum ich dich nicht klein kriege. Und dann fordere ich dich heraus. Spätestens dann werde ich dich mit aller meiner Macht zu Staub zwingen, in die Knie zwingen. Leg dich schon mal schön ins Zeug. Ich dachte gerade, hat er es doch kapiert gehabt. Ja gut, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Im nächsten Part werden wir uns dann die Pokémon oder die Top 4 vorknöpfen. Alles klar, bis dann.